Lieben, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Kanal und heute würde ich euch mit euch gern über Tabletten reden und zwar darüber, dass ich Tabletten nehme, teilweise muss, weil ich einfach tierische Schmerzen habe, aber nicht kann. Genauso geht es Freunden von mir, die brauchen wegen ihrer Spastik, ihrem Magen etc. einfach Tabletten, können sie aber wegen der Motorik nicht schlucken. Viele von uns, die auch gefüttert werden müssen, kriegen die Tabletten in ihrem pürierten Essen. Das heißt, sie kriegen einen Brei, weil sie selber nicht kauen können. Und da wird dann die Tablette reingerührt, weil es anders einfach nicht geht. Und ja, und zum Beispiel ich hatte einen Selbstmordversuch hinter mir, gerade wegen der Belastung, wegen meiner Behinderung und habe damals fast 20 Tabletten geschluckt und seitdem wehrt sich mein Körper dagegen, diese Substanzen zu schlucken. Das heißt, ich huste, mir läuft Speichel aus dem Mund, so kommt auch die Tablette wieder raus und ich krieg die halt einfach nicht runtergeschluckt, weil ich motorisch diesen Schluckreflex nicht selber hinkriege. Und wenn ich dann Schmerzen habe und einfach eine Tablette brauche, weil ich, keine Ahnung, meine Hüfte wieder springt, also das Bein rausbringt und es einfach Sache wehtut, kann ich nicht mal was dagegen machen, weil ich halt eben diese Schmerzmittel durch diese Substanztablette nicht runterbekomme. Ja. Und so ist es halt. Ich habe Schmerz und kann nicht mal was dagegen machen, weil ich einfach die Tablette nicht runterbekomme. Ja, und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, generell Medikamente und wie das so ist, einfach runter in die Kommentarbox schreiben. Ich lese mir das dann durch und dementsprechend gestalte ich dann nach euren Interessen und Fragen meine Videos. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dahin, ciao da draußen.